Ja moin, ich begrüße euch herzlich willkommen bei Whisky Gold Apfeldirektsaft. Schmeckt richtig gut, schön kalt, naturtrüb, einfach lecker und nicht so teuer wie Whisky. Also kann ich nur empfehlen im Sommer. Im Sommer schmeckt Pilz eh besser. So, Teil Nummer 2, 5 Whiskys aus der Sammlung. Ich hatte euch im letzten Video gefragt, habt ihr Bock drauf? Kam scheinbar richtig gut an, so vernehme ich das jetzt. Über 400 Daumen nach oben das Video. Also Respekt, vielen Dank. Hätte nicht gedacht, dass euch das dann doch so zusagt. Ich erpresse euch jetzt einfach mal. Wollt ihr das nächste Video sehen, müssen wir die 400 Däumchen nochmal halten. Kommen 400 Daumen für das Video 2 zustande. Drehe ich das dritte Video. Wollen wir das so machen? Ein bisschen Erpressung muss ja sein, ne? Nein, ich habe mich wirklich sehr gefreut über die Resonanz. Große Klasse. So, 5 Stück. Ich fange wieder Suche an. Ein Benriach, 15 Jahre Finish in Pedro Jimenez Sherry Butts. Ja, da war Billy Walker noch am Werke. Das war damals alles noch bezahlbar. Das waren schöne Whiskys. Ich glaube, 40 Euro habe ich bezahlt für einen 15-Jährigen. Bottle Code 2012. Und da habe ich mir so immer ein paar von den Benriachs zurückgelegt. Mittlerweile habe ich die auch schon alle getrunken, verteilt, verkauft. Ich bleibe dann lieber bei Glenronach. Obwohl ich die ganzen Finishes von Benriach sehr gemocht habe. Zumindest für die damaligen Preise, ne? Man lag teilweise bei 35 Euro, wie gesagt, hier so 40 Euro. Das hat schon Laune gemacht. Und das sind absolut geile, solide Abfüllungen. Da kann man nichts anderes sagen. Mochte ich total gerne. Ich trinke ab auch und an auch gerne mal einen Benriach. Ich reiß mal meine Flasche aus meinem Schränkchen auf. Aber das, was da jetzt so noch kommt, nachkommt, interessiert mich einfach eher weniger. Ist einfach so. Und bei Glendronach, da muss ich sagen, die Single Casks, ja, habe ich schon erzählt, da sind die Preise so abgehoben. So, das letzte Mal hatten wir den neuen Glenfarclas Nummer 25. Ich fahre jetzt einfach mal runter. Der neue, oder das, was ist der neue, der Vorgänger, der Glenfarclas Nummer 24, der Robert Brown. Ich hatte den probiert, der war ganz gut, aber auch schon wieder 210 Euro, glaube ich, so um den Dreh kam er 200 Euro. Ist schon eine Stange Geld. Es ist ein guter Sherry Whisky. Oloroso Sherry Butts werden da verwendet. Oder ich weiß nicht mal, ob das Butts sind, die da vermählt werden zu den 3600 Flaschen. Aber auf jeden Fall Oloroso Sherrys. Ja. Wie ich schon beim letzten Mal sagte, hat man mit der Sammlung mal angefangen, macht man die voll. Den letzten würde ich nicht mehr aufmachen, würde ich nicht mehr trinken. Zu viel Geld. Das ist Schnaps. Nein. Und wenn, dann teile ich sowas. Ne? Aber ja, Nummer 24 gehört mit in die kleine Sammlung. So, der nächste. Das waren noch Zeiten, als man die Japaner beim Local Dealer in irgendeinem Tabakladen, den habe ich im Tabakladen, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Pröll, in Buxtehude gekauft, für 50, 60 Euro. Der Yoichi Single Malt, 10 Jahre. Heutzutage... Ah, die Dinger sind so durch die Decke gegangen, das ist der Wahnsinn. Das ist einfach pervers. Mag man nicht bezahlen, muss man nicht bezahlen, sollte man nicht bezahlen. So sahen sie aus, 45 Volumenprozente, 10 Jährchen. Ja, Pröll, genau, hier ist noch ein Aufkleber. Tabak und Whisky, Pröll, Buxtehude. Habe ich auch mal gefilmt in den Videos. Könnt ihr in die Playlist mal schauen, Whisky Gold unterwegs. Das ist, glaube ich, auch schon 5 Jährchen her oder so. Ja, damals abgegriffen, sich gar nicht so weiter mit den Japanern auseinandergesetzt. Mittlerweile denkt man sich, Mensch, hätte man doch den Keller voll gemacht. Ne? Das wäre so eine schöne Lebensrente, sage ich jetzt mal. Bei den Japanern geht es ja richtig ab. Da werden noch einige mehr vom Markt verschwinden. Auch ein alter Kandidat, der Macallan 10 Jahre Sherry Oak. Vielen gar nicht bekannt. Ne? Der 12er ist ja geläufig. Haben auch in diesen Unverpackungen nur etwas dunkler gehalten. Aber... es gab auch den 10-Jährigen. 50 Euro damals, glaube ich, oder 45 Euro. Schwer zu bekommen oder schwerer zu bekommen als der 12-Jährige. Ich kann mich an ihn auch gar nicht mehr erinnern, ob
der wie der 12er geschmeckt hat. Ich denke mal vermutlich ähnlich, 2 Jährchen jünger. Hier schon mit der mit dem Hologramm. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wann ich den gekauft habe. Dürfte auch 2012 sein oder so. Ja, hat man sich mal zugelegt, steht da. Vielleicht wird er irgendwann mal aufgerissen. Keine Ahnung. Das war also den 12er Sherry Oak, das war auf jeden Fall ein wundervoller Einsteiger, habe ich geliebt. Damit begann so ein bisschen die Whisky-Reise mitunter. So, und als letztes im Bunde mal ein bisschen was Älteres. Von Gordon McPhail, unabhängig abgefüllt, ein Lynwood 1973. Wenn wir den Burschen mal rausholen. Ja, 1973 destilliert, 2012 abgefüllt. Somit hat er 39 Jährchen. Habe ich richtig gerechnet? Ja, ne? 39 Jährchen im Fass verbracht. Was zahlt man heutzutage für sowas? Weiß ich jetzt gar nicht. 43 Euro, aber ich denke mal, ein paar Grüne muss man schon lassen, ne? Für so einen alten Whisky. Für so einen alten Whisky. Ja, und das Zeug verschwindet jetzt langsam auch. Die ganzen Gordon McPhail-Geschichten, die werden aufgekauft. Die werden zur Seite gelegt oder von ein paar Leuten getrunken, die zu viel Asche haben. Kommt wenig nach. Ist einfach so. 70er Jahre Whisky sind weg. 80er Jahre Whisky sind weg vom Markt. 90er Jahre werden schon sehr, sehr knapp. Aber wir haben ja vorgesorgt, ne? Ja, das sind die 5 Stück. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Kurzer, schneller, zügiger Einblick. Und ja, ich freue mich auf eure Kommentare. Denkt an die Däumchen, knacken wir die 400. Gibt es 5 aus meiner Sammlung Nummer 3 in irgendwann absehbarer Zeit, wenn ich dazu Lust habe. Oder wenn die 400 Däumchen geknackt sind. Muss euch auch mal erpressen. Ich bettel ja schon nicht um... Ach, lassen wir das. Macht, was ihr möchtet. Ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.